Hallo und herzlich willkommen auf Bildner TV, eurem YouTube-Kanal mit den praktischen Tipps fürs digitale Leben. Mein Name ist Bernd und in diesem Clip geht es um die Änderung der Mehrwertsteuer. Also bleibt dran. Ja, was hat sich bei der Mehrwertsteuer geändert? Der Satz. Und zwar, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, in Corona-Zeiten wird die Konjunktur angekurbelt und die Mehrwertsteuer wird gesenkt. Bevor wir uns aber ins Detail gehen, schauen wir uns erstmal an, welche Arten von Mehrwertsteuern gibt es denn. Es gibt da nämlich drei Mehrwertsteuersätze, nämlich die volle Besteuerung, die ermäßigte Besteuerung und der Satz von 0%, also gar keine Besteuerung. Ein paar Beispiele habe ich hier. Diese Möhre hier wird mit dem ermäßigten Satz besteuert. Der Möhrensaft wird mit dem vollen Satz besteuert. Anderes Beispiel, Blumen. Wenn ich Blumen kaufe, dann gibt es für die Blumen den ermäßigten Satz, aber der Blumentopf wird mit dem vollen Satz besteuert. Oder ein Physiotherapeut, der in einer Heilbehandlung arbeitet als Physiotherapeut, der hat einen Steuersatz in der Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer ist das gleiche, von 0%. Arbeitet derselbe aber zum Beispiel als Klangtherapeut, dann muss er von seinen Kunden 19% Mehrwertsteuer erheben und abführen. Okay, jetzt habe ich 19% gesagt, war ein Fehler, denn ab 1. Juli gelten ja die neuen Sätze. Also die schauen wir uns jetzt mal ganz konkret an. Was ändert sich zum 1.7.? Der Regelsteuersatz wird abgesenkt von 19% auf 16%. Der ermäßigte Steuersatz wird abgesenkt von 7% auf 5%. Und wahrscheinlich wird das Ganze zum 01.01.2021 dann wieder hochgesetzt. Weil ich vorhin die 0% erwähnt habe, bitte nicht verwechseln 0% Steuersatz mit der Kleinunternehmerregelung. Dazu blende ich euch jetzt noch einen Link ein. Okay, das sind jetzt die Sätze, wie sie zum 1. Juli 2020 gelten und man nimmt an, zum 01.01.2021 wieder geändert werden. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie das in WooCommerce funktioniert mit den Änderungen und wo du die einstellen musst. Ich gehe bei WooCommerce ins Dashboard und dann rufe ich auf bei WooCommerce die Einstellungen. Und geht dann auf den Link zur Mehrwertsteuer. In der Mehrwertsteuer habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Im B2C, also im Endkundengeschäft, gebe ich die Mehrwertsteuer dann inklusive des Preises an. Jetzt habe ich den normalen Steuersatz, also den regulären Steuersatz. Und da habe ich jetzt überall noch die alten 19% drinstehen. Was muss ich machen? Ich muss bei allen Ländern die 16% eintragen. Es ist ja so, wenn du Waren verkaufst ins EU-Ausland, also an andere Länder innerhalb der EU und unterhalb einer gewissen Schwelle bleibst, dann gilt der Mehrwertsteuersatz von Deutschland. Deswegen ist das alles hier einheitlich. Ich mache das jetzt nicht alles komplett, sondern das könnt ihr als Fleißarbeit dann in der Nacht zum 1.7. machen. Ich speichere es das dann ab, das muss ich natürlich auch noch mit dem reduzierten Steuersatz machen. Und dann kontrolliere ich das mal so im Shop dann wieder und sehe hier, jawohl, die 16% sind angezeigt. Achtung, beim Verkauf von virtuellen Produkten ins EU-Ausland gilt die Umsatzsteuer des Empfängerlandes. Da musst du also für die Auslandsverkäufe nichts ändern. Wenn du dich allgemein für WooCommerce interessierst, das ist ja das Shop-System von WordPress, dann findest du alle Informationen zu WordPress und WooCommerce im WooCommerce, das große Handbuch. Und ansonsten toi 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 für die Umstellung zum 1.7. Ja, ich hoffe, euch hat der Clip ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann lasst uns einen Daumen da und abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Tschüss!